Hier sehen wir einen CD4046 Facelock Loop PLL Chip, angeschlossen an eine geregelte Spannungsquelle mit 3,3 Volt. Ein Widerstand ist angeschlossen, beziehungsweise mehrere in Reihe, die insgesamt etwa 200 Kiloohm Widerstand haben. Und ein Kondensator mit 47 Picofarad. Am Ausgang ist ein Oszilloskop angeschlossen. An dem sieht man eine Rechteckspannung mit ungefähr 100 Kilohertz. Wenn man einen Kontakt des Kondensators berührt, ändert sich dessen Kapazität und entsprechend auch die Frequenz der Rechteckspannung.